Servus Leute und willkommen zurück zum Farmexpert 2016. Ja, wir sind hier jetzt am letzten Felddreschen beim zweiten Durchgang. Wir werden jetzt mal wieder Innenansicht ein bisschen fahren. Ist zwar ein bisschen lauter, aber da ich den Sound ja nachher sowieso runterschregel komplett, halt ziemlich beim Nachbearbeiten noch einmal runterhaue. Wenn ich mit dem zweiten spiele, müsste ich sowieso einige Umstellungen machen, weil dann ist die Musik und die Motorengeräusche teilweise zu laut. Ich habe im letzten Part versprochen, wir werden uns ein bisschen nachher die Funktionen noch anschauen. Aber das können wir machen, wenn wir im Endeffekt gedroschen haben auch, dass wir mal ungefähr sehen, was wir haben. Weil ich will auch schauen, ob man irgendwo auf dem unter M halt sozusagen im Menü sieht, wie viel wir verdienen pro Tonne. Ja, dann könnte man sich das mal ausrechnen. Wir werden circa, ja, das sind jetzt 26, 27 Tonnen haben nachher im Lager. Weil die 30 werden wir, glaube ich, nicht ganz schaffen. Weil wir haben jetzt wieder mal über 1000 haben wir noch im Hänger. Dann kriegen wir da leicht 5000 zusammen. Ja, könnte sich sogar ausgehen, dass wir auf die 30 Tonnen runterkommen. Da haben wir doch noch auch einige Fahrten vor uns zum Händler, zum Verkaufen. So. 4600 schon. Ich weiß gar nicht, wie ich muss auf jeden Fall abbunkern fahren zwischendurch. Und wir werden den Hänger nimmer, das hätte ich jetzt auch beschlossen, halt sozusagen für mich, wir werden ihn maximal einmal sozusagen voll machen. Halt einmal die 5000 reinbunkern und dann abfahren und wieder 5000 reinbunkern. Nicht, dass wir da irgendwelche Verluste haben, weil auf das will ich nicht. Ich verstehe, jetzt schauen wir kurz mal nach, ob der ungefähr weniger verbraucht oder nicht. Wir kriegen jetzt pro Länge, na, das ist gleich viel. Halt, wenn du das schaust, wie schnell die Zahl hochgeht, da ist nicht viel um. Er schreibt ja auch nicht, dass er einen Verlust macht. Er schreibt nur, er ist überfüllt. Und überfüllt bedeutet für mich, das stimmt halt, ich verstehe es nicht. Der hat eine Kapazität von 5 Tonnen. Wieso ist er dann überfüllt? Dann schon bei, weiß nicht, 83% oder sowas schaltet sich das ein. Ich will jetzt auf keinen Fall da aufhören zu dreschen, wir werden ihn voll machen. Und wir kriegen genauso viel runter wie vorher. Weil das ist nicht, dass wir weniger oder was runter bekommen. Nachher können wir gleich einen Helfer wieder einschalten zum Pflügen. Auf den zwei Feldern hier. Wir werden nämlich jetzt wahrscheinlich als nächstes Verkaufaktion einmal machen. Halt, nein, nicht wahrscheinlich, sondern wir werden es ganz sicher verkaufen. 91% vielleicht. Ich glaube, das ganze Feld will ich nicht reinbekommen. Das wird sich nicht ausgehen. Es sind noch 33% über. Das bedeutet ein Drittel. Wir haben 3300 gehabt. Jetzt haben wir 3600, sind 1300. Ein Drittel wäre dann. Blablabla. Lass mich kurz rechnen. Halt die Hälfte nochmal dazu. Nope, geht sich nicht aus. 800 Liter. Bringen die paar Bahnen da noch so ungefähr. Ah, das geht sich auf jeden Fall in den Hänger aus, wenn ich ihm abbunke. Halt, wenn ich ihm reinkipp. So. Letzten zwei Bahnen stehen an. Ja, ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich mir in der Innenansicht spielen soll, ob ich mir in der Außenansicht spielen soll. Beim LS weiß ich es jetzt ungefähr mal, halt, da würde ich mal machen, ein bisschen mehr in der Innenansicht versuchen. Hier hat man es halt angewöhnt gehabt auf, wir müssen aufpassen. Geht sich das noch aus? So, rechtzeitig einfach stoppen. So, 5000. So, habe ich jetzt das Rohr ausgefahren? Ja, passt. Dann würde ich sagen, jetzt gehen wir über die Karte, nämlich auf Felder, klicken, nein, Fahrzeuge muss ich gehen, Fahrzeuge, dann kann ich hier draufklicken, passt, perfekt. Dann würde ich sagen, bunkern wir die 1890 ab, hauen die 5000 rein, was wir haben im Hänger. Die blöden Infofenster, schaut, dass man die nicht ausschalten kann oder sowas. Das habe ich auch noch nicht herausgefunden, ob es das irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass man diese ausschalten. So, ganz hinten. Abbunkern. Jetzt haben
jetzt muss er immer. Ich weiß nicht, die Fronthydraulik hebt er auch mit, nämlich mit der Taste R. Kann ich rauf, runter machen. Das Blöde ist ja, im Hänger muss er komplett aufkippen und dann kann man erst wieder runter machen. Ich kenne mich ja schon ein bisschen aus auf der Map. Jetzt, wo meine zwei, drei Felder sind. Oder wir kaufen. Schauen, dass wir die fünf Kühe voll machen, hätte ich gesagt. Das sind einfach ein. Ich weiß jetzt nicht, sind es 20 im Tag, was ich kriege, aber ich glaube 200 waren das. Das wären dann 1000 Liter, halt 1000 Euro am Tag, was ich kriege, und 1000 Euro ist schon eine ganz schöne Masse, dass wir da auch ordentlich was machen können damit. 11%. Scheiße, wir wollten ja schauen, ob der ist wurscht, machen wir zuerst das Feld fertig und dann schauen wir sich das mit dem Händler, mit dem Helfer an, ob der Stroh einsammeln kann. So, dann würde ich sagen, steig aus, nicht bewegen, dass er nicht viel herumhüpft, der Traktor. Erst wenn ich draußen stehe. Ihr seht es nämlich, habt ihr es gesehen, jetzt bin ich dagegen gelaufen, unabsichtlich. Und er ist gleich hintere gerollt, das ist auch so ein. It's not a bug, it's a feature. Ihr seht, jetzt bin ich eingestiegen und ich stehe irgendwo mit dem Scheißding. Ah, das ist das, was mich ein bisschen bei dem Spiel nervt. Dass du, ja, im Endeffekt mühsam bist teilweise mit dem Zeug, dass du da nicht richtig benutzen kannst. So, reinbunkern. 5 Tonnen hinein. Jetzt werden wir nachher schauen, ob auch die 5 Tonnen im Anhänger ankommen sind, ob das dann oder ob das auch ein bisschen weniger ist. Normalerweise sollte das passen. So, bevor wir das machen, mache ich das auf jeden Fall. So, rein mit uns. Schauen wir mal. 5 Tonnen passt perfekt. Der steht jetzt eh schon irgendwo der Traktor. Schaut sich das an, wie weit ich den. Es ist lächerlich. So, jetzt steige ich ein und er steht jetzt auch gleich wieder drüben. Nein, es hat sogar funktioniert. Ein Wunder. Und ich würde sagen, wir legen gleich los und machen die letzten paar Liter hier fertig. Ich glaube, eine Bahn müsste es noch ungefähr sein. Eineinhalb vielleicht. Weiß nicht, ob ich die ganze reinbekomme. Sehen wir wahrscheinlich am besten, wenn wir die Prozentanzeige sich anschauen. 10% sind noch am Feld. Einmal noch hochfahren. Aber wir müssen eh hochfahren, dort ist jeder Hänger zum Abbunkern gleich. Das passt dann auch wieder. 5%, 4%. Viel kann es nicht sein, was überbleibt, so wie es ausschaut. Nein, es ist nicht einmal so wenig. Müssen wir in die Außenansicht schauen und wo wir da. Okay, es ist da noch schon ganz schön viel. Es ist da noch ein ganz schönes Eckerl. Schneidwerk runter, geht schon weiter hinein ins Feld. 1%, 1,80, ein bisschen was können wir überlassen, wieder so, weiß nicht, 0,2, 0,3, das ist so, was ich sage, ja, kein Problem. Oh, wir haben sogar alles wegbekommen, hätte ich jetzt nicht vermutet. Schon rüber über den Hänger, vorabbunkern, perfekt, reinfahren und dann geht's ab zum Hof zurück. Das bedeutet, wir haben jetzt einiges, wir wollen jetzt mal nachschauen, oben am Hof direkt zum Händler reinkommen, ob man das Stroh einfangen kann mit dem Helfer. Solche Dinge, man, das werden wir sich jetzt mal anschauen. Und wir müssen dann mal schauen, dass wir ein bisschen was hinbekommen, weil Grasse, halt Silage brauchen eigentlich auch die Tiere irgendwann zum, dass sie mehr produzieren, aber wir kaufen halt das normale Futter mal, würde ich sagen. Schade, dass es keine so richtigen Hallen gibt zum Unterstandshallen, die fehlen mir auch komplett bei dem Spiel. Halt, du hast da nur den sozusagen hochkommen Riesenplatz, obwohl der jetzt nicht so riesig ist. Der drüben ist halt ein bisschen größer. Aber da gibt es halt ein paar Dinge noch, die man, glaube ich, kaufen kann, was du so in den Speerflächen drinnen siehst. So, zurückfahren, noch ein bisschen reinparken, da, dass er nicht so mittig herumsteht. Passt perfekt. So, dann hören wir ein bisschen Musik nebenbei und wir schauen mal nach. Wenn man gehen auf Felder. Agraris kann ich anklicken. Oh ja. Es landwirtschaftlich gelagert im Magazin. Das bedeutet, ich kann auch gleich über das kaufen. Das finde ich cool, dass wir da nicht jedes Mal extra hinfahren müssen. Was ist verschiedenes? Düngemittel. Ja, wir haben Düngemittel gekauft und können nicht. Eine Kuh, das kostet 2239. Dann würde ich sagen, fünf Stück und wir kaufen jetzt noch auf
Maximum 30.000. Ja, dann tun wir da noch zweimal. Jetzt haben wir zwar kein Geld mehr, jetzt haben wir 5 Stück Kühe, das ist einmal gut. Samen haben wir eigentlich auch noch genug mit 1280 Liter. Das passt dann auch so. Dann gehen wir wieder zurück zum Hellhändler, Dingsbums, warte mal, Felder. So, es gibt in Agravis, können wir das Maschinengeschäft auch betreten, so. Na, Maschinengeschäft schaut nicht so aus, da kann ich draufklicken, so oft ich will. Na, da geht gar nichts. Feldfrüchte-Sammelstelle. Geht auch nichts. Sammelstelle für Ballen und Früchte. Das bedeutet, wir müssen zu den Feldfrüchten sammelstellen, wo wir es verkaufen können. Der nächste ist der hier. Ich schätze, wir werden alle den gleichen Preis haben. Fahrzeuge ist klar, Arbeiter. So, warte mal, Hopfen sind 10, Kartoffeln, Ampfen sind Rüben sind Düngen, Ernten. Nein, halt, das kann er nicht wegmachen. Obstplantage umwandeln. So, das bedeutet, wir werden jetzt sagen, mal den Helfer pflügen. Das Feld hier bitte. Pflügen. Das Feld hier. Geh bitte, was ist denn jetzt los? Wieso kann ich nicht? Scheiße, wir können es uns nicht leisten. Stimmt, auf das habe ich jetzt nicht gedacht. Dann mach das Feld. Dann würde ich sagen, hüpfen wir mal in den anderen Traktor rein. Auf das habe ich nicht gedacht, dass wir das Geld vielleicht auch noch brauchen werden. Warte, fangt er schon an, obwohl ich noch gar nicht runter bin. Schnell weg, sonst pflügt er uns ein. So, wir werden jetzt... Ich würde sagen, wir fahren einmal verkaufen. Halt, wir werden da jetzt voll machen, den Anhänger noch. Dass ich nicht aus der Leere fahre. Halt, aus der Leere. Wir haben da jetzt 5 Tonnen im Anhänger. Schauen wir noch nach, wie viel wir jetzt im... Oder soll ich mit den 5 Tonnen gleich einmal fahren, dann kann ich es besser werden. Ah, es ist wurscht, ob ich 6 Tonnen berechne oder 5 Tonnen berechne. Ist nicht so tragisch. Kann man sich ausrechnen, circa, was wir für die Tonnen bekommen. Normalerweise sollte der Punkt markiert sein. Da schauen wir nochmal auf die Karte jetzt. Wir fahren nach am besten beim Hof links hinauf. Ja, halt entweder über die Straße, wo wir gerade kommen, oder da oben beim Hof auf über die linke Seite. Wir werden uns da jetzt mal voll bunkern. Könnten wir gleich von der anderen Seite reinfahren. Achso, Blödsinn, ich muss ja daher. Stimmt schon. Dann passt es ja eh. So. Dann würde ich sagen. Enter. Ja, 28 Tonnen haben wir. Perfekt. Was? Ich verschütte Getreide? Na. Jetzt schauen wir noch einmal nach. Wir haben 28 Tonnen drinnen, 23 Tonnen drinnen gehabt. Und 22 Tonnen, der hat eh nichts verschüttet. Das wird schlimm gewesen, wenn es aus dem Silo in den Hängerladen auch verschüttet. So, dann würde ich sagen, Farmen Richtung Verkaufsstelle. Wir haben jetzt 5 Tiere, haben genug Futter eigentlich jetzt für Zeit lang. Müssen mal schauen, dass wir beim Vorspulen mal schauen, wie viel Futter die verbrauchen. Grasilage haben wir natürlich nicht, das bedeutet, sie machen nicht so hochwertige Milch oder so, wie ich das verstanden habe. So, wir wollen auf die Straße und dann nach rechts hinüber, soweit ich weiß. Und dann geht es irgendwann nach links hinein. Na, Stufe 4 ist Maximum, okay. So, nach links schauen, dass keiner kommt. Gibt es da Züge auch? Das wäre cool. Wir verkaufen jetzt die 6150 mal. Fertigkeit vom Fahrer erhöht, das ist klar. Was haben wir da noch? Eigene Kühe 5 Stück, Kredit aufgenommen 0, dein Bargeld ist klar, Felder im Besitz 3. Ich würde nämlich fast sagen, wir kaufen um das restliche Geld noch Felder. Beziehungsweise jetzt stelle ich nachher, wenn ich dann am Hof wieder zurück bin, den Helfer wieder ein für das nächste Aufgabe. Und sobald, ich weiß nicht, ob wir Grubern nicht auch von Helfer machen lassen, derweil einmal. Dass wir sicher sind, dass halt, wenn ich da, wo ich jetzt zum Abfahren brauche, das ist sicher eine Zeit lang, dass wir da was zu tun haben. Halt, dass der Helfer was zu tun hat. Und wir nachher nicht nur einfach anstehen, weil dann kann er eigentlich jetzt grubern. Bevor wir nachher, dann brauchen wir im April eigentlich nur schnell auf die Schnelle ansehen und wir haben schon wieder das Jahr vollendet. Beziehungsweise Felder können wir sich kaufen. Bin gespannt, wie viel wir rausbekommen. Wir haben jetzt ungefähr, warte mal, wir haben noch 21 Tonnen im Lager, das bedeutet 3 Fuhren, 3,5 Fuhren, 4,5 Fuhren.
Wir sehen gleich, wie viel Geld wir rausbekommen. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das nicht in diesem Bad mehr an. Ich weiß, ich bin gemein und ich mache einen kleinen Häng. Nein, scheiße, wie sagt man dazu? Da fallen wir jetzt nicht Cliffhanger. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Bad dann, wenn wir hier abladen und die erste Kohle mit unserem hart erarbeiteten Getreide verdienen. Bis morgen. Tschüss.